Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu der Linus LN7001. Und zwar ist es der Triceratops aus Klemmbaustein aus der Dino-Museum-Reihe. Erschaffe und spiele mit Fossilien. Ich habe ja schon bei diesem Mini-Unboxing mit euch drüber gesprochen, dass ich dieses Set auf jeden Fall mal vorstellen möchte und mal gespannt bin, ob ich Spaß damit habe. Auf jeden Fall haben wir hier 173 Teile. Wenn wir uns die Verpackung sonst so anschauen, ist sie relativ klein und unspektakulär. Was wir aber auch eigentlich relativ lieb ist, weil dann wird einem wenigstens nichts vorgetäuscht, was am Ende nicht gehalten werden kann. Auf der Rückseite haben wir nochmal einen ganz freundlichen Hinweis darauf, dass wir bitte alle Sets davon kaufen sollen. Und wir haben natürlich dann hier nochmal vorgestellt, was es so für Sets gibt. Wir haben ja hier die LN7001. Und das Ganze geht hoch bis zur 7008. Das ist jetzt der Triceratops und wir haben hier halt noch die verschiedensten Fossilien und Dinosaurier. Ich würde sagen, ich mache die Verpackung jetzt auf jeden Fall mal auf und schauen wir mal, was sich dahinter so verbirgt. Ein Sympathiepunkt erhält das Set schon mal wegen der zerstörungsfreien öffentlichen Box. Wenn wir sie jetzt aufmachen, ist es trotzdem, obwohl die Box ja wirklich klein ist, eine ganz schöne Luftnummer. Wir haben hier drei Teiletüten und eine Anleitung dabei. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch die Anleitung gleich mal gemeinsam an. Sie ist klammergebunden, sieht von vorne eigentlich wirklich hochwertig aus, die gefällt mir. Wenn wir sie jetzt aufmachen, ist das Papier eine relativ dünne Chose, aber trotzdem von einer angenehmen Qualität. Wir sehen, hier wird ein bisschen verblasst, was gebaut ist und was neu gebaut wird, wird in Farbe dargestellt und rot umrandet und mit Pfeilen gekennzeichnet. Also da dürfte nichts mehr schief gehen. Insgesamt hat die Anleitung 34 Seiten und davon 33 Seiten voll Bauschritten. Pro Seite gibt es einen Bauschritt, weil wir haben 33 Bauschritte auch. Und das sagt schon mal was darüber aus, wie schwer das Set am Ende zu bauen sein wird. Wahrscheinlich nicht allzu schwer, wenn wir 33 Bauschritte auf eine doch sehr überschaubare Teileanzahl haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich nach der Anleitung bauen lässt. Ich bin auch gespannt, was für eine Qualität uns hier in den Tüten erwartet an Teilen. Aber ich würde sagen, darüber reden wir, wenn ich schon mal angefangen habe zu bauen. Und wir sehen uns beim ersten Bauschritt wieder. Viel Spaß dabei. Und fertig ist der Linus LN7001 Triceratops. Und ihr habt recht, ich habe ihn jetzt nicht besonders schön ausgerichtet. Das hat aber seinen Grund, das könnt ihr mir wirklich glauben. Und ihr werdet auch im Laufe des Videos sehen, dass ich mich davor hüte, dieses Teil hier groß anzufassen und zu bewegen. Denn vorab, die Steinequalität von diesem Set ist leider wirklich sehr schlecht. Vom Aussehen sind die Steine in Ordnung. Ist alles okay. Es gibt keine wirklich großen Farbabweichungen, aber gerade diese braunen Fliesen unten sind wirklich sehr, sehr stark zerkratzt. Die sehen halt eher gebraucht als neu aus. Und die Klemmkraft von den Steinen ist leider nicht gut. Und das fällt einem bei einer so wackeligen Konstruktion hier eben besonders stark auf die Füße. Das Hauptproblem ist damit, der Bau ist wirklich eine Qual. Wir haben lose und wirklich schlechte Befestigungen mit Teilen, welche nie die Klemmkraft erreichen, um die Bautechniken auszuhalten, die hier von denen wirklich verlangt werden. Die Konstruktion ist an keiner Stelle wirklich durchdacht und das Set fällt einem sehr, sehr, sehr oft beim Bau einfach auseinander. Ich war ehrlich gesagt kurz vorm Abbruch und ich denke, ihr wisst, das ist bei mir eigentlich eher selten. Das Problem ist auch, in der Anleitung wird halt einfach nichts erklärt. Teilweise muss man hier Teile auf Achsen schieben und es wird einem nicht gezeigt, wie weit bestimmte Teile angewinkelt werden müssen, wie weit bestimmte Teile auf so eine Achse bzw. Stange geschoben werden müssen. Und manchmal sind auch diese schwarzen Stangen, die benutzt werden, um das hier unten zu halten, einfach zu kurz. Deshalb hängt der Körper bei mir jetzt mehr, als dass er steht und ich muss sagen, es ist echt eigentlich eine reine Katastrophe. Ich meine, wir reden hier über 173 Teile. 173 Teile, bei denen ich mehr als 3 Stunden beschäftigt war. 173 Teile baut man sonst in einer Viertel bis halben Stunde, wenn man sich Zeit lässt. Und ich war wirklich kurz davor, das Set in die Tonne zu kloppen und es nicht mehr sehen zu wollen. Und genau deshalb mache ich es jetzt auch sehr, sehr, sehr kurz. Wenn es einmal gebaut ist, sieht es in Ordnung aus, ich weiß nicht. Wenn man sich jetzt mit einer Pinzette hier hinsetzt und alles noch zurechtzupft und es einem da nicht auseinanderfällt, sieht es vielleicht ganz gut aus. Okay, den Punkt gebe ich. Aber wenn es nach einer gewissen Zeit mangels Klemmkraft an den verschiedensten Stellen, zum Beispiel hier, oder hier, oder auch an diesen Gerippen, oder vorne beim Schädel, im Endeffekt auseinanderfällt, und das wird wahrscheinlich mit dem Alter der Teile passieren, dann ist das denkbar schlecht für ein Displayset. Der einzig positive Punkt, den ich am Ende für euch habe, ist dann leider, ja, der Druck. Und ein Druck mit Triceratops ist für 12 Euro dann doch deutlich zu wenig.
Ich persönlich kann euch vom Kauf leider nur abraten. Natürlich werde ich trotzdem Linus nochmal eine Chance geben, aber diese Dino-Museum-Reihe ist für mich keine Erfahrung, die ich wiederholen werde. Wenn ihr jetzt keine Hardcore-Fans von Fossilien seid und wirklich sehr, sehr schmerzfrei seid und diese unbedingt aus Klemmbaustein haben wollt und nebenbei vielleicht noch auf psychische Schmerzen steht, dann lasst bitte die Hände davon. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder vielleicht auch eins aus der Reihe, dann schreibt mir mal gerne eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, war das jetzt bei mir nur ein schlechter Einzelfall oder ist das leider der Standard bei Linus? Ich freue mich da auf jeden Fall schon auf den Austausch mit euch. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.